Ich gehe erstmal hier lang, um zu gucken, wo wir da lang kommen. Einfach nur. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Ach so. Können wir da noch irgendwas kaufen? Hier haben wir nichts mehr. Der kann uns nichts mehr beibringen. Die Ninjas. Können die uns noch was beibringen? Bevor wir weiterziehen. Kaufen. Schmetterlingshaltung. Ist passiv. Huch. So, wir machen uns bereit für den Namenlosen. Tapferkeit. Sehr gut. Ich kaufe random ein. Fertigkeiten. Für Johnny haben wir doch was Passives, ne? Wir haben kein TP, aber hm. Ritter-Eid, Böses vernichten. Unaufhaltbar. Würde ich gerne für einen Notfall noch behalten. Hm. Kraftangriff. Nehme ich mal, mach ich mal weg. Und dafür mache ich mal, hier, wo ist denn, bin ich blind? Da, Tapferkeit. So, SP, sind das Shield Points oder Stärkepunkte? Ich glaube, Stärkepunkte gehen dadurch hoch. So, achso, warte. Francis hat jetzt noch den Umwerfer, die Schmetterlingshaltung. Waffenrost, Kehlenbrecher, Schleicherangriff. Niederschmettern haben wir noch nicht gemacht. Raten wir, was sie macht. Sie schmettert nieder und ist eine Faust. Ach, niederschmetternde Faust. Ach so. Haben wir mal ein bisschen was gekauft. Und ich würde sagen, später... Wir gehen wieder zurück. Hallo? Später kaufen wir auch die anderen Dinger noch aus Schlosshausen. Müssen wir noch einige kaufen. Ich will auf jeden Fall alle Dinger haben. So, Nordwesten, Schlosshausen. Ach, da gehen wir gerade eh hin nach Schlosshausen. Da können wir mal kurz gucken. Ja, ist ja gut. Lohnt sich gar nicht. Na, was soll's? Vernichte das Böse! Na, wohl Fertigkeit, Eisknall. So. Ach, was soll's. Komm, wir hauen auf den drauf. Jetzt greift er zwar an. Aber das ist egal. Genau deswegen nämlich. Juhu! Francis levelt hoch. Kann hier einmal auf Zähigkeit gehen. Dann hat er wieder ein TP. Und ansonsten auf Geschick noch weiterhin. Meine Technik ist fast perfekt. Der muss natürlich Geschick anlegen. Oder vielleicht... machen wir doch mal ein bisschen Charisma. So. 819. Hokus Schmokus. Fertigkeiten. Francis kann seinen Giftschlag anlegen. Oh. Erstmal die Schmetterlingshaltung. Für mehr Damage. Und hier wollte ich nochmal ganz kurz gucken in der Schlossstadt. Da ist Los Kneipos. Da ist wieder der Typ, der uns verfolgt. War ich eigentlich hier schon drin? Sieht so aus, ne? Ja, hier habe ich Gold geklaut. Die magische Kerze. Ja, die magische Puperze. So. Magische Puperze kann man auch im Dunkeln anzünden. Das klappt, aber es tut weh. Halt! Da ist noch einer, der was beibringen kann. Ein Pirat! Eine Bombe! 85 bis 127. Ein TP zum Ausrüsten. Geisteskraft. Ach, zum Ausrüsten. Ach so, Stärkegeist. Aha. Stärke des Bullen. Effekt Stärke nach oben. Stärkegeist, beides nach oben. Mhm. 35 MP zum Zaubern, beide. Das macht aber Doppelstärke nach oben. Doppel... Was ist denn SP? Schutzpunkte oder was? Oder Spi? Spiritualität. Molotow-Cocktail. 85 bis 127. Bombe 300 kostet die. Und kostet, wie viel? 30 MP? 85 bis 127 LP Schaden. Von Mike. Das gefällt mir gut. Auch wenn es teuer ist.
La 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 la. So, mehr kann er sich ja eh nicht leisten. Teach Me Master, okay. Ha, ist ja schön. Fertigkeiten. Mikey Boy hat 0 TP. Super Wunden heilen. Schlaflied. Ich würde Schlaflied gern behalten, weil das Gegner halt einschlafen lässt und die dann ans Ende der Reihe rutschen, wenn die genau hinter uns sind. Das hat uns schon ein paar Mal gerettet. Ein bisschen. Wobei eine Bombe halt auch nicht schlecht ist. Ein kleiner Sprengsatz, perfekt, um einen Gegner hochzujagen. Wir müssen also mehr TPs sammeln. Was anderes hilft nicht. Wir brauchen mehr, ich sag mal, Skill Points oder was auch immer, wie auch immer man die nennen will. Lass mich in Ruhe! Magische Rakete, magische Rakete, magische Rakete, magische Rakete! Hört auf, mich zu betatschen, ich bin nur ein Kind! Ohohoho. Was, ihr wollt vor? Für 20 Golds lasse ich euch vor! Ja, lass mich vorbei! Und nu? Ich bin jung, ich kann noch warten. Für 20 Golds lasse ich euch vorbei. Ich bin kein echter Magier. Ich habe mich nur verkleidet, aber sag's keinem. Für 20 Golds würde ich euch sogar vorlassen. Ich hätte speichern sollen. Ihr seht wie Helden aus. Für 20 Golds lasse ich euch vorbei. Ein Ticket kostet 20 Golds. Ja, lass mich vorbei. Karte für die strahlenden Kriege. Ach, das ist das Museum. Hier waren wir noch gar nicht. Ja, ein Museum, ich freue mich. Das ist der berühmte Van, den sie auf ihren unglaublichen Abenteuern benutzt haben. Das ist der berühmte Van? Den Van kenne ich doch. Das ist doch der Van von einer berühmten Serie. So viele Erinnerungen. Es erinnert mich an die Sonntagmorgende, als sie noch ein Kind war. Früh aufstehen, um die Sendung sehen und ihre Abenteuer erleben zu können. Ja. Wie heißt denn dieses Team, oder diese Serie? Oder ist die ganze Ausstellung denen gewidmet? Ich glaube es fast gar nicht. Wow, schaut euch dieses Replikat eines magischen Kristalls an. Es schwebt. Toll. Diese Fahrzeuge sind so niedlich. Ein Boot, ein Schiff und ein Zeppelin und eine schwebende Insel. Könnte vieles sein. Final Fantasy, WoW. Herzchen. Die sind so geil, Alter. Voll abgefahren, ey. Voll mega knockissimo. Willkommen im Museum der Krieger des Lichts. Links findet ihr den Streichelzoo und rechts eine schicke Sammlung von Gegenständen. Schaut euch ihre Bilder an. Sie waren so jung und so pixelig. Den rechts da kenne ich, glaube ich, auf dem Bild. Der kommt mir sehr bekannt vor. Aus einem anderen Spiel. Ich frag mich, wie die Hühnchen schmecken. Das macht Spaß. Was denn überhaupt? Eine Statue des ersten afroamerikanischen Magiers. Muss auch gewürdigt werden. Streichelzoo, es gibt hier keine explodierenden Tiere. Lasst euch nicht von der komischen Katze beißen, Freunde. Die ist gefährlich. Die Hühnchen schmecken, ja, das hat man schon. Diese Tiere sind echt im Arsch. Streichelzoo! Was ist das? Ein Hund? Ein Löwe? Und warum ist es orange? Was? Ich mache die Tiere nicht aggressiv. Komm her, kleines Kätzchen. So eine Stimme kriege ich gar nicht mehr hin, so hoch. Okay, da haben wir ein Streichelzoo. Das ist ja herzallerliebst. Ist das ein Geheimgang? Oh. Nice. Wo kommen wir denn da hin? Geheimnis gefunden. Verschlossen. Verschlossen. Offen. Wer zur Hölle seid ihr? Moment mal, ich kenne diese Typen. Ja, ich auch. Da ist der Typ, der immer von Mädels umgeben ist. Und da ist der Verrückte mit dem Mutti-Komplex. Und da ist der Afroamerikaner mit den vielen Goldketten um den Hals. Der Trottel tut mir... I pity the fool. Der Trottel tut mir leid. Und nicht zu vergessen, der grauhaarige Typ, der Tausendsasser, der immer einen Plan hat und es liebt, wenn er funktioniert. Ihr seid...
Buff Hey Team! Was? Kids, was wollt ihr? Vielleicht ein paar Tipps? Ja, wir sind gerade erst Helden geworden, aber halt noch recht neu in der Sache. Moment mal, hat euch Destiny nicht eine Broschüre mit allen Informationen zum Heldensein gegeben? Nein, hat er nicht. Wir sind irgendwie zufällig ausgewählt worden, weißt du? Was? Wie spricht man den Verrückten? Oh, er steckt in großen Schwierigkeiten. Warum? Was soll denn die Stille jetzt? Ist da etwas, was ihr uns nicht erzählen könnt? Etwas über den Imperator Destiny, das ihr uns nicht sagen dürft? Etwas über den Namenlosen? Wie viel verlangt ihr, dass ihr mit den Fragen aufhört? 500 Golds. Abgemacht. Was? Hier ist das Bestechungsgeld. Schönen Tag noch, Helden. Ja, 500 Gold. Verschlossen, verdammt. Alter. Was für ein bescheuertes Secret. Einfach nur mal so random hier eingebaut. Wie geil das bitte ist. Und ganz kurz, was macht denn die Klimaanlage hier oben bitte schön im Rollenspiel? Alter, das ist einfach unfassbar. Schön viele Details und sowas auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr geil. Auch sowas, da ist auch der rote Van vom A-Team. Unglaublich. Na, das ist mal ein großes Schwert. Das größte Schwert aller Zeiten. Ja, frag mal Cloud. Ich habe gehört, dass die Krieger des Lichts in diesem Museum leben. Ich würde sie so gerne treffen. Das Hey-Team sind also die Krieger des Lichts? Schaut euch mal das Monster an. So cool, Mann. Ich wollte das Monster anschauen und jetzt quatscht die Alte mir dazwischen. Können wir gar nicht. Statuen der berühmten Krieger. Ich hoffe, dass ich mal so berühmt werde wie die Krieger des Lichts, wenn Destiny mich doch nur als Heldin auserwählen würde. Replikat von Excalibur, das ein Replikat von Excalibur ist. Ein schönes Replikat. So viel Geschichte in diesem Museum. Replikat der magischen Kugel, die magische Kräfte vereint. Aha. Replikate von Waffen und Rüstungen. Replikate von unnützen Gegenständen. Geh aus dem Weg. Replikate von Zeugs. Replikate einiger ihrer extravaganten Kleidungen. Replikate einiger ihrer extravaganten Kleidungen. Achso, das Schwert. Ja, das ist ja, also hier ist auch sehr spannend. Wir haben auf jeden Fall mehr Gold verdient, als wir ausgegeben haben hier bei der Schlange. Ich weiß, ich bin ein Skelett, ne, und darf ich deswegen keinen Fan der Krieger des Lichts sein? So. Ich war schon immer ein Fan der Krieger des Lichts, auch wenn ihre letzten Aufträge nicht so gut waren wie die alten. Vor allem die im Kino, die Aufträge. Dieser riesige Truthahn lädt einfach zu einem Picknick ein. Ja, wie war? Ich würde da auch gerne hin, aber ich komme da nicht hin. Kann ich den nicht selber verschmausen? Nein, kann ich nicht. Komm schon, warum dauert das so lange? Es bewegt sich kein Stück. Mir gefallen ihre Taten besonders gut. Besonders die, die anderen Menschen nervig und überheblich finden. Ich bin total schwul auf die Krieger des Lichts, aber sowas von schwul. Es ist so abgefahren, die Feelings hatte ich noch nie in meinem Lendenbereich. Es berstet quasi heraus. Ich liebe die Krieger des Lichts, weil sie meine Emo-Natur verstehen, verstehst du? Natürlich verstehst du das nicht. So, schön, haben wir einmal mal wieder ein paar Statements gesammelt hier. Haben wir das Ding einfach übersehen? Sind wir nicht nach oben gelaufen hier? Wäre mir fast peinlich, wenn es mir nicht so egal wäre. So. Können wir denn noch Waffen oder Rüstungen? Rüstung wäre mir ganz lieb eigentlich. Kaufen! Eine Mana-Rüstung, siehst du mal, für 300. Wir können uns noch zwei gute Rüstungen leisten. Eine Mana-Rüstung. Ach, das ist für mich? Wow! LP 395, aber dafür mehr MP mit der Mana-Rüstung. Die sollte ich mitnehmen. Turmschild ist nicht so gut. Und für ihn perfekte Platte.
Zweite Kralle oder mit Metallkopftuch ist auch gut. LP und MP geht nach oben. Ein bisschen weniger Stärke. So, perfekte Platte. Und für uns dann den Mana, die Mana-Rüstung. Steinrüstung ist eigentlich auch ganz gut, weil es LP immens, ne, und nochmal, also 35 LP könnte über Leben und Tod entscheiden, aber ich glaube, ich bleib bei der hier, weil die hier hat ein paar Debuffs drauf. Sch, geht runter. Keine Ahnung. Ich nehme die Mana-Rüstung, haben wir noch mehr MP. Darauf kam es mir gerade an. La da da da. Da 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 da. So, Mana-Rüstung und Metallkopftuch für Ihmchen. Und dazu noch, wo ist denn hier, wo ist denn die perfekte Platte da? Das ist die perfekte Platte, das ist der perfekte Tag. So, noch ein bisschen was verkaufen. Knochen. Hau mal weg. Kriegsäxte, hau mal weg. Das meisterhafte Schwert brauchen wir nicht mehr, den Stab auch nicht, Taschenmesser brauchen wir auch nicht, Kriegerhelm eigentlich auch nicht, Schulterschutz hat man, haben wir was Besseres jetzt, schwarze Tunika, Fee im Glas würde ich gerne behalten, Badenhut haben wir schon aktiviert, eiserne Brustplatte brauchen wir jetzt auch nicht mehr, zweites Kurzschwert auch nicht mehr, Holzflöte auch nicht mehr, Fee im Glas behalte ich mal, genau wie die Schaufel und bla, vorsichtshalber. So, gibt's hier noch was Interessantes? La 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 la. Kristallhelm. Oh, MP nochmal hoch. Hol ich auch nochmal schnell. So. Ritterhelm brauchen wir noch nicht mehr, aber egal. Ich geh nochmal da drüben gucken. Ob wir an Waffen was verbessern können. Kaufen! Oberschwert. Gibt auf Crit nochmal zwei drauf. Morgenstern macht mehr Dingens, aber weniger Stärke. Feuerschleuder oder Donnerschleuder. Katar und Rapier. Ach, nice. Boah, Mist, so viel Gold habe ich gar nicht. Ich muss da noch ein bisschen was verkaufen. Crits auf 12. Ich nehme das Rapier erstmal. Zack. Und bevor wir jetzt noch was kaufen, muss ich mal ganz kurz umswitchen. Waffen, Rapier, zack. Enterhaken kann ich einfach kaufen. Dann haben wir wieder genug Kohle. So, und noch was anderes hat man was verkaufen können. Ich muss noch bei Name fehlt ins Haus. Enterhaken verkaufen und Ritterhelm verkaufen. Zack. Haben wir wieder 300. Ach Mist. Und können uns was kaufen. Und zwar für Ihnchen hier holen wir noch eine neue Schleuder. Ich könnte jetzt für mich was Tolles, also für mich, für Johnny, Entschuldigung. Können wir jetzt was Besseres holen, aber das lohnt sich nicht so sehr wie hier bei Ihnchen. Feuerschleuder oder Donnerschleuder. Ich bleib mal, oder Feuer, ich glaube ich nehme Feuer. Oder Donner? Ich nehme Donner. Einfach in dem Glauben, dass die vielleicht besser funktioniert, als wenn wir jetzt in eine Feuergegend kommen und Feuer nicht mehr so viel Damage macht. So, Handkanone können wir verkaufen. Verkaufen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Kein Names Haus, oder wie der heißt, ne? Hallo? So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen eingekäufelt. Da war gerade noch der nervige Hinterherlauftyp. So, speichern wir nochmal. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo hat denn Kein Name gewohnt? Das war so ein Bauernhof im Süden irgendwo. Bevor wir jetzt nach Westen weiterziehen. Hier sind wir schon mal falsch. La da da. Da 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 da. Wo geht's denn dahin? Wen haben wir denn da? Ein Warg! Na, sieh mal einer an! Schlaflied, super Wunden heilen. Na komm, dann greifen wir den an.
Okay, der hat nicht übel Damage. Und die Kollegen müssen wir leider... Na, hallo. Ich bin doof, ich hätte erstmal einen anderen angreifen sollen. Naja. Ich mache erstmal den. Sehr geil, hat funktioniert. Fertigkeit, Schleichangriff, Niederschmettern. Probieren wir mal aus. Mal gucken, was es macht. Vulkanischer Nervengriff. Schön. Der ist eh gleich tot. So. Juhu. Und wieder ein Level Up von Johnny. Johnny. Kriegt die hier oder... Der kriegt nochmal ein bisschen Charisma für mehr MP. Und wir haben einen neuen TP. Deswegen habe ich den gerade genommen. So. Mein Name ist Wolf. Fertigkeiten für Johnny. Lalala, unerschrocken, unerschütterlich, Kraftangriff, Ansturm, mach ich jetzt mal. Wo kommen wir denn hier hin?